mit 9 Mitgliedern in die zweite Liga. Die Strategie des Brauseherstellers Red Bull in Leipzig scheint aufzugehen. Der Rasenballsportverein steht vor dem Aufstieg in die zweite Liga. In die fußballerische Wiederbelebung des Ostens hat der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz viel Geld investiert und sich dafür mit dem Wohlwollen des DFB bisher das alleinige Sagen gesichert. Völkerwanderung zu einem Drittligaspiel. Fast 40.000 wollen die Begegnung von RB Leipzig gegen Darmstadt sehen. Es wird das bestbesuchte Punktspiel auf dem Gebiet der ehemaligen DDR seit dem Mauerfall. Dem Leipziger Team fehlt aktuell nur noch ein Sieg und der Aufstieg in die zweite Liga wäre am kommenden Wochenende perfekt. Der Plan der RB-Macher scheint aufzugehen, auch zur Freude des sächsischen Landesverbandes. Sie haben unbeschränkte finanzielle Mittel, das ist einfach so. Sie haben ein super Konzept. Sie haben sich einen Standort ausgesucht, der fantastisch ist und demzufolge auch ein Umfeld von ungefähr 3,5 Millionen Zuschauern als Potenzial. RB Leipzig polarisiert wie kein zweiter Verein in Deutschland. Hinter RB steht Dietrich Mateschitz mit seiner Red Bull GmbH und dem erklärten Ziel Champions League. Da die DFB-Statuten eine Namensgebung zu Werbezwecken verbieten, heißt der Verein offiziell Rasenballsport Leipzig. Für Kritiker wie Christian Müller hat das nichts mit Fußball zu tun. Als DFL-Geschäftsführer war er 10 Jahre lang für die Lizenzierung von Erst- und Zweitligisten zuständig. Jetzt wundert er sich über die Lizenz für RB. Sie haben ein Produkt und einen riesigen Werbeetat und haben sich halt überlegt, dass sie im sportlichen Umfeld Werbung machen wollen. Und jetzt kommt einer, der alles das, was die anderen beachten müssen, eigentlich beiseite lässt. Und ich empfinde das als Finanzdoping und deswegen habe ich auch wenig Respekt für die sportlichen Leistungen, die dort erbracht werden. Retortenclub oder einmalige Chance für den Fußball-Osten? Und warum fällt das Pro und Contra so krass aus? Zu gern würden wir wissen, wie Red Bull-Gründer Mateschitz darüber denkt. Über 100 Millionen Euro will er investieren. Doch der Chef des Dosenimperiums ist medienscheu und mag seine Beweggründe prinzipiell nicht erklären. Schwer zu sagen, welche Rolle für ihn der Fußball spielt. Um was es wirklich geht, da sind sich Kritiker und Befürworter einig. So, da muss ich Ihnen sagen, da müssen wir ganz ehrlich sein, man muss mal angucken, warum im Prinzip RB mit so viel Geld in diesen Fußball investiert. Das ist ein Marketing-Deck, das wissen wir alle. Marketingprofi Mateschitz verdient mit seiner Brause Milliarden. Seine Geschäftsidee basiert vor allem auf dem Gefühl der Menschen, in sein zu wollen. Den Fußballanhängern in Leipzig geht es ähnlich. Auch sie wollen dazugehören, in diesem Fall zum großen Geschäft Bundesliga. Wie der Fußball-Osten generell. Doch das Gebiet der Ex-DDR ist europaweit die größte und einwohnerstärkste Region ohne Erstligamannschaft. Deswegen konnte überhaupt Herr Mateschitz in Leipzig sozusagen erfolgreich sein. Ich glaube, bei einem westdeutschen Club wäre ihm das nicht gelungen, weil eben dort eigentlich das Angebot an Sponsoren weitaus größer ist. Hier im Osten ist es ein Riesenproblem, dass keine DAX-Konzerne hier ihren Sitz haben. Leipzig, Halbmillionenstadt mit reicher Geschichte und langer Fußballtradition, nicht nur als DFB-Gründungsort. 90 Jahre lang wurde hier erstklassiger Fußball gespielt. Dazu gehörten auch beständig Auftritte im Europapokal. 1987 schaffte es der erste FC Lokomotive sogar bis ins Europacup-Finale. Nur wenig später kam die Wende und für den Ostfußball der brutale Knick. Überforderte Vereinsführungen und unseriöse Westmanager führen zu leeren Vereinskassen, dazu abwandernde Spieler und marode Stadien. Die ostdeutschen Vereine bleiben bei der deutsch-deutschen Fußballeinheit auf der Strecke. In Leipzig gibt es nun Ortsderbys in Liga 3 und 4. Geprägt sind diese Hassduelle von Randale und Gewalt. Dank reichlicher Bundeshilfe gibt es einen Hoffnungsschimmer. Das alte Zentralstadion wird für die WM 2006 zu einer modernen Arena umgebaut. Noch vor deren Fertigstellung kommen Red Bull-Vertreter nach Leipzig. Die Anbahnungsphase erstreckt sich über Jahre. 2009 gründet Red Bull einen neuen Verein. Dieser übernimmt vom Fünftligisten Mark Ranstedt das Spielrecht der ersten Mannschaft.
Das Ganze wird vom Sächsischen Verband in Abstimmung mit dem DFB als eine Art Fusion abgesegnet. Es war keine Fusion, es war einfach die Übernahme eines Spielrechts. Also ich glaube, das Wort Fusion passt da überhaupt nicht, weil der Verein Mark Ranstedt ja unter dem gleichen Namen fortbesteht. Und insofern hat es da eine Art Zellteilung gegeben, die es so aus meiner Sicht noch nie im Fußball gegeben hat. In jedem Fall spart der Investor viel Zeit und Geld. Beim Start der Brausekicker im Sommer 2009 geht es nicht ganz unten in Liga 11, sondern in Liga 5 los. Noch wird da über den Namen und das überdimensionierte Red Bull-Logo auf den Trikots gestritten. Das Logo muss verkleinert werden. Und da der Name nicht wie in Salzburg Red Bull heißen darf, entsteht RB wie Rasenballsport. All das ist irgendwie eigentlich eine echte Provokation für das Regelwerk des deutschen Fußballs. Dass das immer ein Kompromiss ist, dann hin und her, das ist auch Fakt bei diesen Geschichten. Und wir haben dann als Verband nur das durchgesetzt und auch gemacht, was vom DFB dort gefordert worden ist bzw. abgenickt hat. Im Sommer 2012 wird in Leipzig ein neuer Sportdirektor präsentiert. Ralf Rangnick soll das in Liga 4 ins Stocken geratene Unternehmen nach oben führen, so wie es ihm einst in Ulm und Hoffenheim gelungen war. Heute steht RB an der Schwelle zur zweiten Liga. Die Kritik am Leipziger Modell ist für Rangnick kein Thema. Ja, natürlich gibt es immer wieder Menschen, die uns nicht mögen. Im Übrigen ist es auch bei Bayern München so, die mögen auch nicht alle. Also von daher haben wir auch kein Problem damit. Aber ich glaube, die Menschen identifizieren sich immer mehr auch mit der Art und Weise, wie wir spielen, auch mit dem Weg, den wir gehen. Widerstand ist zwecklos. Mitbestimmungsrecht gibt es bei diesem eingetragenen Verein nicht. Eine Mitgliedschaft kostet 800 Euro im Jahr und kann ohne Grund abgelehnt werden. Der Vorstand ist mit Red Bull-Leuten besetzt. Aktuell sind von 280 Vereinsmitgliedern nur 9 stimmberechtigt. Die anderen 271 sind zumeist aktive Spieler der RB-Mannschaften. Ich glaube, dass eben einfach die Grundideale des Vereins dort gegeben sind, sträflich missachtet werden und dass das ein Riesenproblem darstellt, insbesondere für die Gemeinnützigkeit, vielleicht sogar für die Rechtsform insgesamt. Wenn man als Investor so viel Mittel investiert, dann möchte natürlich auch bei den Entscheidungen die entsprechende Kompetenz haben, seine Entscheidung dann in seinem Sinne zu fällen. Und da sind unter Umständen sehr viele Mitglieder, die anderer Meinung sind, dann natürlich hinderlich. Eine interessante Aussage für einen Funktionär, dessen Dachverband die 50+1-Regel aufgestellt hat, die bei RB jetzt ganz geschickt umgangen wird. Sportlich scheint der Einzug der Leipziger in die Bundesliga nur eine Frage der Zeit. Bei der Lizenz aber heißt es am grünen Tisch nachsitzen. Laut DFL-Auflagen muss das Vereinslogo verändert, der Vorstand anders besetzt und der Mitgliedsbeitrag gesenkt werden. All das sind eher Peanuts für die Red Bull-Manager, die im Zweifel wohl gegen die 50+1-Regel klagen würden. Ich glaube, die 50+1-Geschichte ist ja gar kein Thema, auch jetzt nicht bei der Lizenzierung, sondern da geht es, wenn überhaupt, dann um andere Themen. Aber nochmal, das ist nicht mein Bereich. Ich glaube, dass bei uns fast alles oder nicht viel anders läuft als bei anderen Vereinen. Das Millionending von Mateschitz wird den deutschen Fußball verändern. Spätestens mit dem Aufstieg von Red Bull in die erste Bundesliga.